damit ganz herzlich willkommen zurück zu NHL 15 Beer Goalie. Ja, unser zweites Spiel, obwohl, wenn man sich unten links die Statistik anguckt, das nicht nach unserem zweiten Spiel aussieht, aber ich verspreche euch, ich hatte noch keins. Ich weiß nicht warum, entweder hatte das übersimuliert oder eben aber er hat uns irgendwie während des Spiels eingewechselt und deswegen kamen die zusätzlichen Schüsse zustande. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Jetzt auf jeden Fall das erste Mal wieder, dass ich wieder ins Tor darf gegen die Edmonton Oilers nach 14, 22 Spielen. Eigentlich ganz schön traurig. Moment, wir gehen nochmal zurück. Wir werfen erstmal einen Blick auf die Tabelle. So viel Zeit muss sein, würde ich sagen. So. Wir sind auf dem vierten Platz hier in der Central Division mit 22 Spielen, 27 Punkten, 13 Siegen, 8 Niederlagen und einer Overtime-Niederlage. 65 Tore, auch das eigentlich ganz in Ordnung. Platz Nummer 3, 4 wäre das, wenn ich jetzt mal nach den Toren sortieren würde. Ja, passt also perfekt. Das eine Spiel oder das erste Spiel, das wir gemacht haben, das war gegen die Nashville Predators. Das war ja eigentlich schon fast ein 4-Punkte-Spiel, weil es eben in der eigenen Division war. Gegen wen spielen wir heute? Ich bin Alzheimer belastet irgendwie anscheinend heute. Ich habe schon wieder vergessen. Gegen die Edmonton Oilers. Schauen wir nochmal auf die anderen Metropolitan Division hier für die New York Rangers, vor Columbus, vor Pittsburgh. Toronto führt die Atlantic Division an, hinter ihnen Detroit und Ottawa. Die Central Division, die haben wir schon gesehen. Dann geht es jetzt in die Pacific Division. Hier führen die Anaheim Ducks vor den Los Angeles Kings und den Calgary Flames. Die Eastern Division. Die Eastern Division sieht wie folgt aus. Wir sind auf dem Ja, auf jeden Fall für die New York Rangers hier vor Columbus, vor Toronto. Jetzt geht's nochmal in die Western Division. Ah, hier sind wir auf Platz 6, die St. Louis Blues. Sechster Platz. Erster ist Chicago, hinter ihnen Colorado, Avalanche, die Anaheim Ducks und ja, wie es hier zuletzt Vancouver. Trotz brillanten Starts anscheinend sich das Blatt jetzt gegen sie gewandt. So, wir schauen uns nochmal die ganze Liga an. Chicago führt vor Colorado, vor New York, vor Anaheim, vor Winnipeg, Los Angeles, Columbus und auf Platz 8 die St. Louis Blues, also wir. Und hier ist es Washington erstaunterweise, die hier wirklich den 30. Platz belegen, hinter ihnen oder vor ihnen besser gesagt, Buffalo, Vancouver, Montreal, die auch einen richtig guten Start hatten, aber anscheinend relativ viel einbüßen mussten, Arizona und die New Jersey Devils. Aber gut, sei es drum, die Saison ist noch jung, wir sind erst beim 22. bzw. jetzt beim 23. Spieltag, das heißt, hier ist noch alles möglich, 82 Spieltage sind es insgesamt, um, ja, die Möglichkeit zu haben, sich hier für die Playoffs zu qualifizieren. Und ja, jeder, der rechnen kann. 60 Spiele haben wir noch, inklusive denen hier sogar nur 59. Also da ist wirklich noch allerhand drin. Da ist noch nichts gegessen, noch keine Mannschaft abgeschrieben. Die Mannschaft, die jetzt letzter ist, könnte theoretisch später sogar erster sein. Also lohnt es beinahe gar nicht, darüber zu sprechen. Jetzt auf jeden Fall hier Edmonton gegen St. Louis Blues. Wieder einmal in Scott Trade Center. Ja, das hat uns das letzte Mal ja nicht wirklich viel Glück gebracht, denn wir haben ja 3-1 gegen die Nashville Predators verloren. Haben eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht, kann man nicht anders sagen. Aber, ja. Haben eben dennoch verloren. Das möchte ich gerne dieses Mal verhindern, beziehungsweise vermeiden. Und ich werde natürlich wieder mein Bestes geben hier. Hier steht, dass ich 2 Spiele gemacht habe. Verstehe ich nicht ganz.
Gegentordurchschnitt 2,64, 87,5% gehalten. Unser gegen Ben Scrivens hat 10 Spiele gemacht, 4 Siege, 5 Niederlagen in der regulären Spielzeit und dann eben noch eine Overtime-Niederlage. Ist also nicht sehr viel besser dran als wir, hat aber schon wesentlich mehr Spielpraxis als wir und das könnte sich als entscheidend erweisen. Schauen wir doch einfach mal. Und die erste Möglichkeit hier. Und der Puck ist drin. Zweiter Schuss und der Puck ist drin. Schöner Bauerntrick hier, der uns verdammt alt aussehen lässt. Taylor Hall hier, der linke Flügel mit der Nummer 4. Ja, da sind die Beine natürlich weit offen. Da habe ich geträumt, würde ich sagen. Da habe ich wohl echt geträumt. Das Ding, das geht auf mein Konto. Ja, gerade mal 2 Minuten gespielt, nicht mal 2 Minuten gespielt und wir liegen zurück. So habe ich mir den Start natürlich hier nicht vorgestellt. Ah, da waren wir zur Stelle. Selbst ohne Aprala hätten wir den wahrscheinlich gehabt, hoffe ich einfach mal. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall verdammt viele Schüsse hier. Oh, was war das denn? Verdammt viele Schüsse hier von Edmonton, um nochmal auf eine vernünftige Statistik zu kommen. Ihr wisst es ja, unser Ziel am Ende der Saison 90% zu haben. Geschafft habe ich es noch nie, das sage ich euch jetzt schon. Aber es gibt immer ein erstes Mal, sage ich mir. Oh, schöner Check. Na komm schon. Möglichkeit, schön abgefälscht, aber das letzte Quäntchen für Glück, das hat uns da gefehlt. Bakes Möglichkeit, jetzt Steen, Tor, Ausgleich. Die Nummer 20, Steen hier, macht das Ding nach einem wunderschönen Pass von Bakes, der hier auch übrigens unser Topscorer ist momentan, mit jetzt 25 Punkten, Alexander Steen. Ah, Bakes ist sogar Captain, okay. Ja, wirklich schön gemacht, schön verwandelt. Scrivens hat da keine Chance. Und das sieht doch zumindest mal gut aus. Wir den Erfolg hier unserer Mannschaft. Nach 8 Minuten schießen wir den Ausgleich. Bakes und Oshie hier mit dem Assist. Stasny. Sieht man erstaunlich wenig. Bis jetzt, von dem hätte ich mehr erwartet. Aber das kommt vielleicht noch. Nugent Hopkins, eins der größten Youngster-Talents überhaupt hier in der NHL. Mit Jonathan Toews wahrscheinlich zusammen, obwohl der ist älter. Wenn ich mich recht entsinne. Aber da gibt es den ein oder andere Möglichkeit jetzt wieder für die St. Louis Blues. Sieht gut aus, aber der Puck, der geht irgendwie am Tor vorbei. Jakubov. Fane. Nugent Hopkins. Macht sie allein oder was? Wollt's nicht allein machen. Sah im ersten Augenblick so aus. Dann aber der Pass, auf den ich aber vorgeweitet war. Pajavi Subrus. Den haben wir für den Detroit Red Wings, glaube ich, getauscht. Ah, und White schnappt sich hier den Puck. Fängt den Pass ab. Und entschärft damit die Situation. Hendricks. Auf White. Immer noch White. Spielt jetzt hinterm Tor lang. Ihr wisst, wie sehr ich das hasse. Berglund. Auch er jetzt hinterm Tor lang. Subrus. Subrus Möglichkeit und Scrivens mit dem Save. Sehen wir nochmal die Möglichkeit. Schöner Pass von Subrus. Aber Scrivens steht da goldrichtig. Braucht eigentlich nur noch die Fanghand hinfallen, hinhalten. Und dann hat er das Ding auch schon. So, Schulz. Pitlick. Und den haben wir. Den haben wir. Aber noch ist die Situation hier nicht entschärft. Jetzt vielleicht letzte Möglichkeit, Steen.
4 Sekunden noch zu spielen. Steve, wie wär's mal mit dem letzten Schuss? Na! Er haut über den Puck, das ist ja auch außergewöhnlich hier. Außergewöhnlich, ungewöhnlich. So, eine Schussmöglichkeit für die Oilers. Verstehe ich zwar nicht ganz, sie haben ein Tor gemacht, das war ja schon die eine Schussmöglichkeit. Und eben, was war das Ding, den ich gerade abgewehrt habe? Das erzählt irgendwie nicht. Alles klar. Gut, 4 Schritte für St. Louis Blues. Für die St. Louis Blues. Ja, also leicht der Oberhand. Wenn auch nur minimal. Und das kann sich hier im zweiten Drittel so schnell drehen, Freunde. Das glaubt ihr nicht. Jakubov. Gunnarsson schnappt sich hier die Scheibe, bevor es brenzlig werden kann. Steen. Steen, Möglichkeit. Bei X meine ich. Die Nummer 42, unser Mannschaftskapitän hier. Gunnarsson, schöner Schuss jetzt. Und wieder Bakes. Es bleibt weiter gefährlich, Oshi. Gunnarsson von der Blauen, schade. Scrivens hält hier wunderbar. White. Lässt sich an der Bande festhalten, kriegt aber den Puck noch Jakubov. Und Oshi. Sie machen Druck, Freunde. Sie machen wahnsinnig Druck. Ihr seht, St. Louis will hier tatsächlich gewinnen. Oshi. Steen. Legt Acht auf Bakes und der haut das Ding mit voller Wucht gegen den Pfosten. Diesmal war ich auf den Querpass vorbereitet. So, und wieder Steen. Ah, Puck aus dem Angriffsdrittel raus. Jetzt heißt es neu formieren und dann erst geht's wieder rein. Schöner Pass und da ist das Ding drin. 42, Bakes. Erste Assist, jetzt macht er das Tor. 2:1 Führung hier für die St. Louis Blues. Im heimischen Scott Trade Center. David Bakes. Nach Vorbereitung von Gunnarsson. Und den zweiten habe ich leider nicht mehr lesen können. Wunderschöner Querpass auf Bakes, der da schon bereit steht. Schon auf seine Chance wartet. Und die Nummer 5 hier, Fane, kommt nicht mehr dazwischen. Und dann ist das Ding im Netz. Ja, und wir brauchen unbedingt dringend Schüsse aufs Tor, denn bei einem Schuss, einem Tor, würde das unserer Statistik ganz und gar nicht gut tun. Momentan sieht es aber nicht so aus, als würde sich das in nächster Zeit ändern, leider Gottes. Ihr habt gerade gehört, übrigens, der zweite Assist geht an Alexander Steen. Eberle. Gordon. Und Zubrus. Weg mit dem Puck, Zubrus. Jawohl. Shatterick. Berglund. Pajavi. Wirklich halt schönes Ding gemacht. Schade. Kommt nicht durch. Gordon. Perrin. Und den haben wir. Gott. Oh Gott, was haben wir da gemacht? Böser Fehler von uns. Wir haben den Puck freigegeben, Gordon. Eieieiei. Ich wollte zuerst in die lange Ecke gehen, habe mich dann nochmal umentschieden und mit letzter Kraft haben wir noch geschafft, den Puck irgendwie abzuwehren. Ja, unsere Gebete, Freunde, werden erhöht. Erhört, nicht erhöht. Mehr Schüsse auf unser Tor. Eieieiei, es wird brenzlig, Freunde. Es wird verdammt brenzlig. Wir sollten den Puck langsam mal aus dem Drittel bekommen. Ansonsten wird es bald nochmal klingeln. Die letzten 10 Sekunden hier brechen an. Im zweiten Drittel. Stastny setzt sich durch. Schade. Ganz knapp am Tor vorbei. Schwarz. Nochmal die Möglichkeit. Und der Schlagschuss geht knapp neben das Tor. Eieieiei. Ja, da habe ich zum Schluss tatsächlich nochmal ordentlich zittern müssen. Weil Edmonton auf einmal meinte, aufdrehen zu müssen. Hier sehen wir es nochmal. Zack. Und das ist, was wir brauchen natürlich, um unsere Statistik jetzt wieder aufzubessern. Wir brauchen mindestens 10 Schüsse, damit wir dann eben 90% hätten. Momentan sieht es aber nach 4 Schüssen aus. 4 Schüssen, klar, sind 25%, sprich wir haben eine 75%-Quote. Das ist als NHL-Goalie nicht dolle. Und ich dürfte nicht böse drum sein, wenn ich dann irgendwie die nächsten 20 Spiele nicht mehr spielen dürfte. Eben aufgrund meiner schlechten Fangstatistik oder Gehaltenstatistik.
Shatternick, Nugent Hopkins. Oshie fängt den Pass ab. Wunderschön gemacht von Oshie. Jetzt bloß nicht den Puck verlieren. Zurück ins nächste, ins gegnerische Drittel. Komm, Bates. Bakes, wunderschöner Deke hier, verliert aber den Puck. Oh, Scott Hall. Scott Hall, nein, nicht Scott Hall. Da sind wir schon wieder beim Wrestling. White. Möglichkeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir wird schlecht. Möglichkeit, schade. Oshie immer noch im Puckbesitz, holt sich die Scheibe wieder. Jetzt Pass auf Bakes. Bakes versucht in den Slot zu spielen, schafft's nicht. Ball Puck wird abgewehrt. Und jetzt Nugent Hopkins, Freunde. Nugent Hopkins, Pass auf Hall und den haben wir. Wenn auch nur abprallen lassen, aber den haben wir gehabt. Oshie. Möglichkeit, da stand er gut. Und der Puck ist drin. Irgendwie findet der Puck seinen Weg ins Tor und der Schiedsrichter sagt gleich, nein, das Tor, das gilt nicht. Das müssen wir uns nochmal angucken. Ja. Und Bakes ist in den Torwart gefahren. Reicht das jetzt für die Schiedsrichter, um zu sagen, das Tor ist nicht gültig? Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Für mich hat da die kleine minimale Kollision mit Griffins und Bakes absolut nichts damit zu tun. Wir schauen mal auf die Bewegung vom Schiedsrichter, der sagt, es gilt, zeigt auf den Punkt. Damit heißt es David Bakes, zweites Tor am heutigen Abend. 3:1 jetzt für die St. Louis Blues hier gegen die Edmonton Oilers, gegen die Mannschaft, in der ja Deutschlands größtes Talent groß wird, so wie auch Wayne Gretzky, jetzt Leon Dreiseidel. Cole, Leute, macht nicht so einen Scheiß, macht nicht so einen Scheiß, ehrlich, weg hier mit dem Puck. Jackman, Stasny spielt den Puck hinterm Tor lang, Schulz holt sich die Scheibe, Gordon. Eberle. Auf Perron. Uiuiuiui, Gordon wieder. Und der Spieler steht gut. Ach, oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Eberle stand richtig gut. Tarasenko. Auf Schwarz. 7 Minuten noch zu spielen. Schöner Schuss. Aber knapp am Tor vorbei. Gordon. Verliert die Scheibe, Stasny, Jackman, Tarasenko und Abseits, Freunde. Ihr wisst ja, Abseits, beziehungsweise für diejenigen, die es noch nicht wissen, der Puck muss als erstes über die blaue Linie ins gegnerische Angriffs- oder ins gegnerische Drittel. Und erst dann dürfen unsere Spieler folgen. Sollte das aber nicht der Fall sein, sollte schon einer unserer Spieler im gegnerischen Drittel sein, bevor der Puck drin ist, dann eben ist das Ganze Abseits und wird abgepfiffen. Bulli in der neutralen Zone. Gewinnen sogar ausnahmsweise mal von Edmonton. Wenn ich mich recht entsinne, haben die eine relativ schlechte Bulli-Statistik heute. Oh Gott, Gott. Steen, der Puck muss weg, Freunde. Der Puck muss dringend weg, ansonsten... Oh, Jungs, macht doch nicht so eine Scheiße, ehrlich, Mann. Bakes. Schöner Deke, schön zurückgespielt zu Gunnarsson. Oshie und... Ah! Da stand Steen goldrichtig, schlägt aber über den Puck. Oh Gott, und was machen wir? Wir gehen zu weit aus der Ecke raus und sorgen hier für den 3-2-Anschlusstreffer. Böser Fehler von uns. Ich habe aber nur mal ganz kurz getippt, es war unglaublich. Andrew Ferens, der Kapitän hier von Edmonton. Hier sehen wir uns das nochmal an, ja. Merkwürdig, dass er da so weit weggegangen ist. Dafür, dass ich nur einmal ganz kurz gedrückt habe. Ja gut, es ist nicht mehr zu ändern. Wir schauen mal ganz kurz auf die Statistik. 7 Schüsse. Oh Gott, 7 Schüsse, 2 Tore. Wir bekleckern uns hier heute nicht ausgerechnet mit Ruhm. Oder ausgerechnet nicht mit Ruhm. Ach, das klingt scheiße. Vergiss, was ich gesagt habe. Wir bekleckern uns nicht mit Ruhm. Ende des Gelände. Subarus. Shatternick. Berglund. Berglund, immer noch Berglund, schwacher Schuss von Berglund hier. Versucht's nochmal, scheitert an Scrivens, Berglund. Subarus, schade, schön gehalten von Scrivens. Schöner Schuss wieder. Und St. Louis Blues machen Druck, die St. Louis Blues. Empty Net jetzt, leeres Tor. Und den haben wir.
Den Schuss haben wir, der war wichtig. Der war richtig wichtig, Freunde. 25 Sekunden noch zu spielen hier. 6 gegen 5 Mann Überzahl für die Edmonton Oilers, eben weil sie keinen Torwart mehr haben. Und wir sehen uns gerade mal die Bulli-Statistik an. 8 Bullies für uns und nur 2 für die Edmonton Oilers. Das ist ja, aussagekräftig, würde ich sagen. Oh Gott, Schuss geht vorbei ans Tor. Und jetzt heißt das nochmal Möglichkeit hier für Edmonton. Die letzten 5 Sekunden. Uiuiui, ui, ui, den haben wir. Das hätte es sein können, Freunde, aber ich glaube, den hatten wir. Nichtsdestotrotz können wir hier mit unserer Leistung heute definitiv nicht zufrieden sein. Denn, ja, bei der Schusszeit 2 Gegentore zu bekommen, das ist schon bitter. Besonders, ja, das zweite Gegentor, das hätte einfach nicht sein müssen. Da hätten wir nur in der Ecke stehen bleiben müssen und wahrscheinlich wäre alles gut gewesen. Hier schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, war es aber nicht. Nichtsdestotrotz haben wir aber das Spiel gewonnen hier. 3:2 haben hier die wichtigen Punkte eingefahren. Schauen uns jetzt nochmal die Free Stars an. Bakes, Steen und Oshie. Und ich danke euch, Freunde, fürs Zuschauen und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Nation Zero, ciao!